Schauriges Hallo und willkommen zu der zweiten Folge von Gold Rush. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich nehme die zweite direkt hintereinander auf. Und das habe ich jetzt auch getan. Ich habe die Aufnahme gerade nur umbenannt und bin jetzt schon wieder am Graben. Und ich stecke in dem Loch fest, oder? Nein. Ich habe sie wirklich nur umbenannt und habe direkt wieder meine Aufnahmetaste gestartet. Die eine Aufnahme ging, warte, ich kann kurz aus dem Spiel tappen, ging jetzt 14 Minuten und 51 Sekunden. So werde ich sie auch direkt auf YouTube veröffentlichen. Aber auch erst morgen. Du Glücklicher, du hast gerade einen riesen Nugget gefunden. 54 Unzen. Gut, habe ich jetzt wieder einen großen Nugget. Aber nicht so viel, dass es irgendwie 20 Millionen Unzen sind. Wo ist mein Eimer? Wo ist mein Eimer? Habe ich den. Mein Eimer liegt hier. Eimerchen? Es hat gerade voll geleckt, ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, aber die 40 FPS konstant sind immer noch da. So, wie gesagt, ich entschuldige mich für ein paar kleine Lecks, die zwischenbei sein können. Aber OBS sagt, ist alles gut. Und die Grafik in OBS sieht auch gar nicht allzu scheiße aus. Also ist nicht so schlimm, wie ich dachte, dass es ist. Denn ich musste wirklich die Grafik runterstellen, damit das Spiel in der Aufnahme relativ flüssig ist. Man kann in OBS nämlich einstellen, so Mal-Skalierungen. Und ich musste jetzt die Mal-Skalierung, ja, mal 2 nehmen, damit das klappt. Überhaupt. Ja. Und normalerweise würde ich halt auf gar nichts machen und dann wäre das jetzt auch Full HD. Aber mein PC schafft das nicht. Also müsst ihr euch jetzt damit zufrieden geben. Du Glücklicher, ich habe schon wieder einen großen Nugget gefunden. Was ist denn los hier? Ich weiß, später findet man irgendwann so einen richtig riesigen Nugget. Der hat dann irgendwie 20 Unzen und dann muss man wirklich das gar nicht mehr richtig arbeiten gehen. So. So, wir verlieren wieder was. Also den Eimer zur Hand nehmen und Wasser rein. So, dann hat das auf jeden Fall 40. Ich glaube, ich mache das mal auf 100 voll und guck, wie viele Nuggets ich dann rausbekomme. Ich werf den Eimer wieder. Ich werf den Eimer schon. Hallo, Eimer. Ja, auf jeden Fall macht mir das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Okay, es ist schon wieder leer. Bedeutet, ich brauche neuen Sand. Das Witzigste ist halt, ich habe mir das hier alles nur gemietet, ne? Ich habe mir meinen Bereich hier nicht gekauft. Und ich habe jetzt schon. Hab schon wieder einen riesigen Nugget gefunden. Ja, aber riesig ist es jetzt nicht. 0,8 Unzen. Ich habe da gerade gelesen beim Ladescreen. Der größte Nugget war 5, also gerundet jetzt, 26 mal. Wie viel war das? 65 Zentimeter groß. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was das für ein Klumpen gewesen sein muss. Das war, weiß ich nicht, meine Breite der Tastatur mal 2 und dann die Länge nach vorne wie so ein großes Lineal. Also wirklich krass. Wirklich verdammt krass. So. Wie weit sind die Matten? 50%. Ja, okay. Ja, lass den Eimer fallen. Horror, ist nicht schlimm. Doch ich meine, du lässt jeden Tag Eimer fallen. Warum dann nicht? Und Rucksack ist tab. Ach, okay. Das ist mein Rucksack. Ist es fertig? Ja, ist fertig. Gut. Wieder die Spitzhacke zur Hand nehmen. Und ja, das Spiel ist am Anfang echt eintönig, muss man sagen. Später wird es aber dann nicht mehr so eintönig. Später muss man noch Kabel kaufen und ich habe schon wieder einen großen Nugget gefunden. Was ist denn los? Und man muss Kabel kaufen, man kann sich einen riesen Bagger holen, man kann sich eine riesige Maschine kaufen. Und es geht halt, wenn man diesen riesigen Goldnugget findet. Nicht diese kleinen für 0,8 Unzen oder so. Wirklich riesige. Mit riesig meine ich halt 20 Unzen. Der bringt dann, wie viel war das? Irgendwie 50.000 oder so. Kann man sich schon den kleinen Bagger holen und direkt hier bei dem Notizbuch mit Tier 2 anfangen. Da, wir sind noch hier bei Tier 1.
Ja, wir haben nicht mal Tier 1 richtig angefangen. Also wir sind wir gerade noch mal bei Tier 0. Tier 1 ist, glaube ich, damit automatisierter Bewässerung. Ich kann da gleich, wenn ich verkauft habe, mal schauen, wie viel das denn teuer ist. Also, wie viel das denn teuer ist. Ja, okay, Horror. Mach halt die besten Wörter der Welt. Sprung. So, einmal noch graben. Dann ist das auch auf 100. Das hat dann jetzt auch wahrscheinlich irgendwie 7 Minuten gebraucht. Aber ich habe schon wieder einen großen Nugget gefunden. Was ist denn los? Bam. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, ob ich mehr davon machen soll. Denn mir macht das Spiel wirklich Spaß. So, noch einmal graben. Und da ich es auch hingekriegt habe, dass es leckfrei ist. Ja, ich weiß, dass das voll ist. Macht mir das. Was zum war das? Kannst du nochmal Sonic werden oder geht das nur einmal im Leben? Hallo? Wie wurdest du denn jetzt zu Sonic? Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, Goldgräber sind Sonic. Sonic war also auch ein Goldgräber. Okay. So, dann jetzt hier die Matte nehmen und auswaschen. Ich wasche mal zur Sicherheit zweimal aus. Nee, geht nicht. Ist schon komplett leer. Da ist leer? Okay. Nein, nicht fallen lassen. Du sollst die auswaschen. So. Matte wieder drauf. Goldeimer nehmen. Und mal schauen, wie viele Nuggets da jetzt drin sind, ja. So. Auskippen. Nein, nicht den Eimer fallen lassen. So, und wieder auswaschen. Schön. Ja, runter. Bisschen Wasser rein. Und jetzt hier auswaschen. Oh, schaut euch an, wie dunkel das wird. Oh, da sind auf jeden Fall schon mal ein paar Goldstückchen drin, sehe ich. Ja, da sind auf jeden Fall mehr drin. Das sind auch wirklich große. Also ich glaube, die großen nimmt er mit der Pinzette. Die kleinen macht er hier mit diesem Saugding. Das ist zum Glück für ein großer, glaube ich. Ja. Da, das sind zwei kleine Kandidaten. Ja, kann ich den Goldnugget nehmen? Danke. So, jetzt hier einfach auskippen alles. Und raus aus dem Menü. Wieder hinstellen. Okay, perfekt. Drubazella. Wow. Du hast es echt getroffen. Eine Ladung Gold verschwendet. Also, das war echt gut. Das werde ich auf jeden Fall wieder tun. Nicht. So, vorsichtig hier schütteln. So, das Wasser halten und da sehe ich schon große Goldstückchen. Das Wasser ist noch nicht ganz sauber. Ja, das habe ich auch herausgefunden. Wenn das Wasser nicht komplett sauber ist, dann kann man das nicht rausnehmen. So. Oh, verdammt. Da ist echt viel Gold drin. So, und wenn ich das hier mal rausnehmen dürfte. Ja, kannst du das Gold nehmen? Kannst du das Gold nehmen? Nimm das Gold. Hört man mein Klicken eigentlich? Ich glaube schon, man hört mein Klicken. Weil ich klicke gerade wie so ein Verrückter, dass der die Goldnuggets einsammelt. Perfekt. So, kein Goldnugget mehr drin. Auskippen. Und jetzt die letzte Ladung. Nein, ich schütte jetzt nicht nochmal. Die ist da wirklich. Nimm die Platte raus. Die ist da wirklich perfekt drin gelandet. So, jetzt sollte der einmal wieder leer sein, ne? Ja. Okay. Oh, leck. Saving. Ah, okay.
Autosave. Ja, war wirklich ein Autosave, da war ein Auto. Boah, war der schlecht. So. Oh, das ist aber jetzt wirklich hier braun. Nicht das braun, was ihr denkt. Ich meine, das Wasser war braun. Aber oh, jetzt kann ich wirklich gut hier die Golden Nuggets rausholen. Zwischen den Klumpen da. So, dich sauge ich mir auch nochmal raus. Dich sauge ich auch raus. Dich hole ich mir auch raus. Und jetzt kippe ich euch alle in das Wasser. Muah. So. Dann würde ich sagen, wird mal wieder der Truck angeschmissen. So. Motor aus, das raus. Mo ah! Macht den Motor überhaupt mal an? Ist gut, wenn man fahren will, ohne den Motor anzuhaben. Ich glaube, ich kenne die Route sogar noch ein bisschen. Ich bin ja eh jetzt hier vor einer Viertelstunde lang gefahren, also. Für euch ist es vielleicht ein Tag gewesen, für mich war es jetzt eine Viertelstunde. Aber wie wär's, wenn ich das jetzt wirklich immer jeden Dienstag aufnehme? Und dann wahrscheinlich kommt es jetzt für euch dann gesehen Mittwoch oder jetzt im Verlaufe der Woche hoch. Ich nehme das hier gerade am 20. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das am 20. auf, ja. So. Am 20. nehme ich es auf. Und ich weiß noch nicht, wann ich es hochlade. Morgen werde ich nicht mit meinem Freund Overwatch spielen und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich was hochlade und dabei Overwatch spiele. Loading. Okay, 5 FPS. Der Weg ist doch eigentlich einfach. Man muss ihn nur lang fahren, wenn die Schienen kommen, über die Schienen fahren. Sonst war es der Weg. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, wie man fährt. Ich habe auf jeden Fall den Führerschein bestanden. Loading. So. Wo muss ich jetzt hin? Um das Gold zu verkaufen. Zum Schmied. Ich denke mal zum Dollarzeichen. Oder warte mal. Mach mal die Handbremse rein. Karte. Schmied. Nee, das ist die Bank. Ich denke mal, beim Schmied könnte man das am besten verkaufen. Denn ein Schmied kennt sich ja mit Gold aus. Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich gerade in Gramm? Das interessiert mich jetzt auch. Nicht Spiel speichern, das mache ich erst später. So, Einstellungen, Spiel, Einheit. Wie viel Gramm? 143 Gramm Gold. Krass. Goldnuggets. Ne, Goldnugget. Okay. Ja, mich mit verlassen. Ach ja, ich sollte auch die Handbremse rauspacken. Was ist eigentlich, wenn ich Shift drücke? Passiert nichts, okay. Loading. Perfekt. Oh, verdammt. Ja, fahr rückwärts und jetzt hier so rein. So, dann. So. Pack mal in der guten Stube. Benutzen. Gold einschmelzen? Nein, Erz verkaufen will ich. Meine kompletten Unzen, bitte. Wow. Wow. Verkaufen. Ich habe 5000 Euro gemacht. Ne, 5000 Dollar. Jetzt nur mit den paar Unzen. Nein, änder die Sicht, bitte. So, okay, dann fahre ich jetzt mal rückwärts. Ich glaube. Ich kann mich jetzt an Tier 2 ranmachen. Habe ich ja schon angekündigt gerade. ich sollte erstmal die Handbremse ziehen. So. Ich brauche eine Small Water Pump. Ich fahre erstmal hin. Wenn ich die Handbremse gezogen habe. Dann kann ich gucken. Und die Folge wird jetzt wahrscheinlich länger als 15 Minuten sein. Ich habe eigentlich vor, die Folgen immer so auf 15 Minuten zu haben. Ich denke nämlich, 15 Minuten ist eine gute Zeit. So, dann, wie ich gelernt habe, hier schön um die Ecke fahren. Schön um den Quadranten, sage ich jetzt mal. Hier Q, Leertaste X, E. So, ich brauche eine Pumpe.
Pumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Ja, eine Small Water Pump. Genau. Bestellung hinzufügen. Perfekt. Was brauche ich noch? Ich brauche eine Thin Water Hose. Und dann erstmal davor. Ach, Fett. Es gibt fette und dünne Wasserschläuche. Okay. Ich brauche einen dünnen Wasserschlauch und ich brauche einen fetten Wasserschlauch. Wenn das mal keine Beleidigung ist. Dann brauche ich zwei Hockpan-Filler-Dingster-Matten. Ja. Zwei Matten. Dann Hockpan-Pump. Ich denke mal das hier. So. Jetzt noch eine Hockpan-Slice-Box-Extension. Erweiterung. Okay, perfekt. Dann alles kaufen. Wieder zur Kasse gehen und selbst kaufen. Dieses Geschäft muss wohl seine Leute mögen. Wenn es einfach sagt, ja, wenn du gekauft hast, dann geh mal zur Kasse und bezahl das. Remember to refuel the water pump. Ah, okay. Ich brauche dafür. Dafür. Ja, ich hab's schon gesagt. Ich brauche dafür Öl. Macht Sinn. So. Kannst du mal da reingehen, bitte? Danke. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht beim Fahren raus. Ich lege mir das hier mal ein bisschen sicherer rein. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir das beim Fahren gleich rausfällt. So. Die Matten. Die sind ja jetzt nicht so wichtig. Die waren ja nicht so teuer. Aber die Rinnen und sowas, die waren, Mann, schon etwas teurer. Deswegen würde ich jetzt nicht wollen, dass ich die verliere. So, hier den kleinen Wasserschlauch nehmen. Den fetten Wasserschlauch. Jetzt muss ich noch nach einem Treibstoffkasten suchen. Dann denke ich mir zur Tankstelle fahren. Geh da bitte rein, Schlauch. Ja, so bist du gut. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Treibstoff. Kann das da? Nehme ich mir direkt mal zwei von mit. Kaufen. Bestellung. Bestellung, Bestellung, Bestellung ist fertig. So. Da vorne stehen meine zwei Kanister. Wir haben 15 Uhr. Das ist gut. Habe ich schon gesehen, da konnte ich den Kanister hinpacken. Aber was bringt mir das, wenn der leer ist? Ja, werf ihn erstmal aus dem Van raus. Ne, Truck. Aus dem Truck, okay? Entschuldigung. Truck. So. Rein in die gute Stube. Bam, bam, bam. Obwohl, ich muss jetzt nochmal Space drücken, denn ich muss auf die Karte schauen. Und ich denke mal, ich muss dafür dann hier lang. Ne? Ja, ich muss an der Bank muss ich vorbei. Ja, da muss ich hier lang fahren. Dann kommt irgendwann die Tankstelle. Dann kann ich da die Kanister voll tanken. Und Glocke. Halt den Mund. Ja, hier ist die Tankstelle schon. Die Kanister voll tanken. Und auch meinen normalen Tank. Und vielleicht den Führerschein nachholen, wenn das hier geht. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Und vielleicht auch den Motor abstellen. Wäre auch keine schlechte Idee. So, aber erstmal brauche ich die beiden Kanister. Die hole ich mal raus. So, wie fülle ich die jetzt ein? Ah, okay. Ich tanke die einfach mal voll. Tanken. So, dich tanke ich auch voll. Bam. Tanken. Ah, den. Ich kann den. Ich kann das auch direkt voll tanken. Dann tanke ich das auch noch voll. Mein Auto. So. Jetzt muss ich das wieder hier dran packen und erfolgreich für, ja, knappe 700 € getankt.
Also für so einen guten Preis. Wo ist der zweite Kanister? Doch auch immer tanken. Okay, der liegt da auf dem Boden. So, jetzt brauche ich noch die Extension, bitte. So, Extension da hinlegen. Das drauflegen. Rein da. So. X-Space. Differentialsperre habe ich gerade gar nicht reingemacht. So. Solltest du, wenn du auf Asphalt fährst. Okay. Solange ich auf Asphalt aus. Habe ich. Okay, der will das gerade hier annehmen mit der Differentialsperre. So. Dann muss ich ja jetzt erstmal wieder zurück zu meinem Claim fahren und das Ganze aufbauen. Das ist doof, wenn du auf die Uhr guckst und dabei fährst. Gewinn das Apparat. Das wird doch erst der Horror. Ich kann echt gute Wortwitze mit meinem Namen machen. Loading. Wie oft lädst du bitte? Ja, Schlittergefahr. Ich hab's bemerkt. So. Okay, man. Es ist auch klar, dass man ein bisschen herschlittert, wenn man hier so mit 30 km/h langfährt. Also, macht Sinn. Okay. Oder volle Kanne gegen den Baum fährt. Das geht auch. So. Dann packe ich gleich erstmal die Kanister rein und dann baue ich das mal alles auf. Ich habe aber keine Ahnung, wie das aufgebaut wird. Ich wette, da steht in meinem Handbuch, wie es aufgebaut wird. Schlau. So, hier rumfahren. Wie gesagt, das Spiel kostet 20 € auf Steam. Kauft es euch. Das macht wirklich Spaß. So. Einfach hier hinfahren, wo ich auch gerade war. Dann einfach Leertaste, X und E. So, dann den ersten Kanister rausnehmen. Das ist übrigens kein Diesel, sondern Piesel. Müsst ihr wissen. Also, echte Männer tanken nur Pieselwasser. So. Warum ist es hier schon so dunkel? Ach so, wir sind wahrscheinlich in, ja, wir sind in Alaska, deswegen ist es so dunkel. Macht Sinn, dass es dann schon um 15 Uhr so dunkel ist. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland heller ist um die Uhrzeit aktuell. Obwohl. Doch, mittlerweile ist es schon echt hell abends. So. Jetzt erstmal die Erweiterung anbauen. Horror. Geh da raus. So. Die Erweiterung. Dran. So, dann hier der Pumpkasten. Ich habe Angst, dass ich gerade den falschen gekauft habe. Denn da sieht mir nicht anders aus. So, ich nehme den jetzt runter und pack den drauf. Jetzt die beiden Matten drauf erstmal. Dann habe ich das schon mal fertig. Wo sind die beiden Matten? Das ist nicht die Matte, aber kann ich ja auch schon mal runterholen. Weil da liegen die Matten. So. Ist immer noch vollgetankt, habe ich gerade noch schnelle vorbeihuschen gesehen. Da, hat immer noch 100%. So. Ich hänge darin fest. Das ist echt doof, wenn man hier ins Auto geht. Da stackt man meistens dann drin rum. So. Jetzt das Ding hier nehmen. Den Kanister, sage ich mal, daneben stellen und erstmal die Schläuche holen. Da muss ich mich mal da erkundigen in meinem schlauen Heftchen, wie ich das Zeug hier jetzt anschließen muss. So. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe oder falsch gekauft habe. So. Okay. Wasser plus dicken Schlauch.
kriegst denn du jetzt Wasser raus? Muss ich das einfach genau hier so ins Wasser legen, oder? Und jetzt die Pumpe anstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Remember to refuel the water pump. Ja. Okay, ich schließe das Kabel jetzt. Warum sollte ich jetzt so eine kleine kaufen? Ich habe wirklich den falschen Kasten gekauft, oder? Ja, ich habe wirklich den falschen Kasten gekauft. Oh, war das doof. Auf jeden Fall gucke ich jetzt hier erstmal noch, wie das mit dem Wasser geht. Muss ich das vielleicht nach hier hinten bringen oder was? Kommst du jetzt denn Wasser, wenn ich dich anschmeiße? Nee, das ist Stopp. Bekommst du Wasser immer noch nicht? Vielleicht muss ich das auf der anderen Seite anschließen. Das wäre auch eine Option. Hier vorne. Ach, in, out. Da steht hier wirklich zwei. Nee. Sieht mir auf jeden Fall so aus, als wäre jetzt Wasser drin. Ich speichere jetzt und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und ich sehe dich im nächsten Video. Ciao, ciao!